Heute mal sogar geschminkt, weil ich gleich weg muss. Ich stelle euch heute das erste Buch vor, das ich letztens gelesen habe. Das ist Mauer aus Wut von Mats Wahl, einem schwedischen Autor. Ich habe früher schon viele Bücher von dem gelesen und weiß so ein bisschen, wie sein Stil ist. Also der hat einen sehr, ich sag, auf Englisch ist das Wort irgendwie passender, blunt. Also einfach so gerade heraus, ein bisschen grob der Stil. Und das ist auch in diesem Buch nicht anders. Es geht um das Mädchen Marie. Ich weiß nicht, ob die das auf dem Cover ist. Das ist auch schon ein bisschen älter, das Buch. Um das Mädchen Marie, das auf eine Sonderschule für schwer erziehbare Jugendliche geht. Und dort hat sie sehr viele seltsame Klassenkameraden, die strange sind. Die Charaktere in Mats Wahls Büchern sind meistens ein bisschen strange. Also entweder haben die irgendwie. Sie sind ziemlich offen und gehen total offen mit Sex um oder sind total selbstbewusst. Oder das sind so ganz stille Personen, die in sich gekehrt sind. Also es sind immer sehr bildhafte Personen, sag ich jetzt mal. Marie, also das Buch heißt Mauer aus Wut und Marie ist ein Mädchen, das bei ihrer Mutter und dem Freund ihrer Mutter aufgewachsen ist. Und sie ist einfach, sie kennt sich selbst noch nicht sehr gut. Sie ist immer ziemlich aggressiv. Sie springt auf alles Mögliche an. Wenn irgendwer sie blöd anmacht, dann schlägt sie sofort zu. Und das ist auch ein bisschen das Thema des Buches, dass sie herausfindet, warum das so ist und das versucht zu überwinden. Und ja, dann in den Ferien, das sind glaube ich Ferien, die sie da hat, will sie mit ihrem, nicht Stiefvater, aber mit ihrem, dem Freund ihrer Mutter. Und ihrer Mutter eigentlich auf so eine Insel fahren, in die Schären heißt das. Das ist wohl so ein Inselgebiet in Schweden mit einem Segelboot. Und sie merkt dann aber, dass Thorsten heißt der, dass der sie irgendwie verarscht und sie weiß nicht so recht, was sie von ihm halten soll, obwohl der eigentlich wie ein Vater für sie ist. Und der war aber auch immer schon so ein bisschen, na, kriminell, ein bisschen strange. Man wusste nicht so richtig, steht der auf Kinder? Das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt in dem Buch, dass sie da so Zweifel hat, ob sie jetzt ihrer Intention glauben soll oder ihrer Vergangenheit oder ihrer Mutter glauben soll, die ja noch zu dem steht, aber auch oft mit ihm streitet. Also das ist immer alles ein bisschen unfestgelegt. Sie lernt dann auch noch ein Mädchen kennen, das heißt Katrin, die aus reichem Hause stammt und Katrin ist auch ein ziemlich offener, selbstbewusster Charakter, die aber auch Probleme mit ihrer Familie hat und auch ihre eigenen Probleme hat. Und mit Marie versteht sie sich außergewöhnlich gut. Eigentlich hat Marie nicht so viele Freunde, weil sie denen einfach immer vor den Kopf stößt. Und Katrin ist die einzige, mit der sie zum ersten Mal so offen sein und so sein kann, wie sie ist. Ja. Katrin selbst ist so ein ganz eigenes Thema in dem Buch. Da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Das kommt am Ende dann raus. Und sie unternehmen dann noch einen Roadtrip oder sowas ähnliches durch Schweden und fahren per Anhalter zu einem bestimmten Ort. Also das Buch hat mir schon gefallen. Es war aber halt ein Mats Wahl-Buch. Wenn ich weiß, ich lese ein Mats Wahl-Buch, dann weiß ich, was mich erwartet. Und zwar strange Storyänderungen ganz plötzlich, wo man denkt, was? Ich dachte, sie ist jetzt in dem Dorf, warum macht sie jetzt das? Und die Reaktionen sind teilweise richtig komisch von den Leuten. Ich weiß nicht, ob das typisch skandinavisch ist. Ich habe nämlich schon andere skandinavische Bücher gelesen, wo das auch so ein bisschen so war. Oder ob das nur von Mats Wahl so ist. Aber wer die Bücher von Mats Wahl kennt, dann dieses reiht sich da ganz gut ein in die Folge von strangen Charakteren. Und man weiß am Ende des Buches nicht so recht, was man davon halten soll. Ob man das. Ich weiß nicht, ob ich das genossen habe zu lesen oder ob es eher so ein therapiemäßiges Buch ist. Also am Ende ist man so, es ist vorbei, eigentlich gut, aber irgendwie, Weil es war schon spannend, es war schon ein spannendes Buch und man kann überhaupt nicht voraussehen, was passiert. Aber ja, es wirft so eine bedrückende Stimmung auf einen. Ich hatte danach richtig schlechte Laune, glaube ich. Ich musste dann erstmal was Glückliches lesen, weil hier werden halt die menschlichen Abgründe so richtig thematisiert und auch nicht. Es wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und es gibt auch keine wirklich guten Personen in diesem Buch. Es gibt nur
Menschen, wie sie sind, mit ihren guten und schlechten Seiten. Und manchmal sind sie halt nett und manchmal sind sie halt totale Arschis. Und dadurch kann man irgendwie nie so richtig eine Figur in dem Buch besonders leiden. Sondern es sind alle immer so ein bisschen ambivalent. Naja, wer das mag, kann das lesen. Ist ein gutes Buch, würde ich sagen. Es ist aber auch psychologisch stressig. Also, wer damit nicht klarkommt, sollte die Finger davon lassen. Ich gebe dem Buch 3 von 5 Punkten für die... Weil ich nicht so richtig weiß, ob es mir gefallen hat oder nicht, dann gebe ich lieber 3. Aber es ist auch nicht schlecht geschrieben. Also, die Sprache ist auch ein bisschen strange. Ja. Okay. Bis nächstes Mal.